Hallo Kameramagier, heute zeige ich dir, wie man so eine Double Stroke Animation bastelt in DaVinci Resolve. Ich gehe allerdings davon aus, dass du bereits meine zwei letzten Tutorials über Expressions und Titelanimationen in DaVinci Resolve gesehen hast, damit wir auch wirklich schnell durchkommen. Viel Spaß dabei! Erstelle eine Textnode in Fusion, setze den Textfont auf Bold, kopiere diese und mach ein komplettes Duplikat mittels Expressions daraus. Falls du nicht weißt, was Expressions sind, ich habe dir da oben ein Tutorial verlinkt. Wenn du wirklich keine Lust auf diesen Schritt hast, dann kannst du mal in die Beschreibung gucken. Da habe ich dir ein Preset mitgegeben, in dem ich dir diesen Schritt quasi schon vorbereitet habe. Du sparst dir also 80% der Arbeit. Im zweiten Text möchtest du anschließend die Opacity von der Deckkraft runternehmen und für den Rahmen hoch. Zusätzlich kannst du dem Rahmen noch eine Farbe geben, die du haben willst. Verbinde anschließend beide mittels einer Merge Node und erstelle ein Rectangle. Das wird jetzt unsere Linie. Stelle dabei die Width auf einen sehr kleinen Wert ein und die Height auf 2, damit es dann auch nachher, wenn es sich dreht, über die komplette Seite geht. Klicke anschließend auf Center, Modify Width, XY Path. Gehe in den nun erstellten Modifier und spiele ein bisschen mit dem Anchor, setz ein Keyframe und setz ihn zurück. Gehe zurück in das Tool und connecte den Anchor mit dem Wert des Modifiers. Jetzt bewegt sich die Linie nur über den Modifier und das ist sehr gut. Füge jetzt ein neues Rectangle hinzu und stelle hierbei die Width und die Height auf 1. Kopiere dieses und verbinde beide. Gebe bei dem X-Wert 1 ein im Center und stelle den Mode auf Subtract. Das sieht dann so aus. Erstelle zusätzlich einen neuen Background und verbinde das gerade eben gemachte mit dem Background und füge eine Transform Node hinzu. Jetzt möchten wir in dem Transform ebenfalls das Center und den Anchor mit dem Modifier verbinden. Einfach über Connect to XY Path. Dreh nun in der Transform Node die Size sehr hoch und verbinde den Transform Node mit dem blauen Masken Input. Jetzt haben wir eine Seite des Textes voll, die andere als Outline. Hol dir einen neuen Background und gib ihm die Farbe, die du haben willst. Verbinde ihn anschließend mit der Line in den Masken Input. Jetzt hast du die Linie, die alles trennt. Anschließend verbindest du die Transform Node mit dem Masken-Input von Text 2, um die Outline auf einer Seite zu eliminieren. So, und jetzt musst du eigentlich nur noch den Modifier animieren. Hier noch ein Pro-Tipp für einen coolen Effekt. Und zwar, nimm die Opacity von dem ersten Text am Anfang runter. Und erst nachdem deine Linie einmal über den Text drüber ist, gib dem Ganzen Opacity. Dann wird es quasi der Doppel-Reveal. Von da an brauchst du bloß noch die Curves und die Splines ausmoven und schon hast du eine coole Animation, die du immer und immer wieder verwenden kannst. Yo, ich hoffe, du hattest viel Spaß und konntest dir aus diesem Tutorial wieder mal etwas mitnehmen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und falls du es nachbaust, dann tag mich doch, wenn du es postest auf Instagram, damit ich mir das anschauen kann. Viel Spaß beim nächsten Mal. Ciao.